Hallo zusammen, herzlich willkommen hier zurück bei Pulsar, bei der Gruppe auf der USS Fred. Zusammen mit Captain Minyas. Guten Tag. Guten Tag. Unser Pilot Jack natürlich auch mit an Bord. Hallöchen, Bobbüchen. Und der Bob steht allseits bereit, um die Energie wieder auf Vordermann zu bringen. Alias Mr. Spock. Bennett Spock. Ja, nicht zu vergessen. Ja, wir haben letztes Mal schon einen Planeten besucht und heute wollen wir ein bisschen Weltall-Action. Genau, wir wollen jetzt mal ein bisschen ballern und so weiter. Bob, du hast ballern gesagt. Bob hat. Ja. Diese Beschädigung durch den Laser hier auf dem Raumschiff entstehen, können wir nicht reparieren. Geschwindigkeit, bitte. Doch. Wir sind ausgerichtet übrigens schon. Wir können direkt los. Okay, wir hatten ja für die, die es. Okay. Entschuldigung, was denn? Captain, das ist nicht schlimm. Nur mal zum Zeigen, wir haben in der letzten Folge haben wir ja hier einen Kurs festgelegt. Wir wollen zu dieser Repairstation, um vielleicht unterwegs ein paar Sachen zu machen. Und außerdem sollte man sich immer eine Repairstation auf dem nächsten Kurs halten, um gegebenenfalls zu reparieren. Das werden wir jetzt aber gleich sehen. Mr. Spock hat schon Energie gegeben, aber das ist einfach, dass eine gute Crew macht das aus. Sie weiß, was der Captain will. Das ist richtig, ja. Stets loyal. War meine Taschenlampe aus. Genau, loyal und so. Entschuldigung. SOS. Übernahme gefährdet. Genau. Oh, hört ihr das Brummen? Okay. Ich habe extra ein bisschen lauter gemacht dafür. Ja, ich auch. Energie ist da. Dann gibt Schubrakete schön in den Planeten hinein jetzt. Und Mr. Spock hat kein Rückfeedback gegeben, deswegen habe ich ihm erstmal nicht reagiert. Aber ja, Energie, ja. Gut, wir fliegen 2 Minuten, ungefähr bei 2 Minuten 5 haben wir jetzt. Können ich jetzt skippen? Seid ihr bereit für den Abbruch? Ja, ja. Bereit. Nee, wir nennen es jetzt ab sofort, nennen wir nicht Abbruch, sondern wir nennen es jetzt Hyper. Hyperraum verlassen. Hyperraum verlassen, genau. Okay, Hyperraum. Aye, aye, Captain. Sehr gut. Okay. Jawohl, Captain. Ich stoppe jetzt. Okay, Security Drone. Ja, Drohne links oben, 4,5 Kilometer. Scanne, schnell. Jawohl, sehe sie. Okay, ist rot, ich komme auf die Waffenposition. Jetzt wird's spannend, Freunde der Nacht. Ich feuer eine Missile. Wie sieht's aus? Ihr müsst mir ein bisschen... Noch 4 Sekunden, 3, Startprogramm, Emergency Shield Boosting aktiviert. Ja, aber erst wenn das Schild runter ist. Da. Was ist unten? Okay. Fliegt das Ding wie eine junge Zecke. Soll ich die große feuern? Du bringst uns gerade zwischen den... Du bringst uns... Okay. Ab 100%. Ich könnte schießen. Ja, schieß, dann mach ich. Okay. Ich gebe euch mehr Saft auf die Waffen. Ja, danke. Bevor ihr schießt, sagt ihr vielleicht Bescheid. Schuss! Pui. Ja, haben wir Bescheid gesagt. Das dauert immer ein bisschen. Bin bei 50%. Dann halte ich nämlich an, dann habt ihr vielleicht besseres Ziel. Kohle aktiviert. Hi. Außer okay. Sichtweite, du drehst ihn gerade den Bauch ja, zu. Ja, warte, jetzt wirst du es gleich wieder okay, passen. Okay, ich schieße jetzt drauf, dass die Schilde weg sind. Los. Ich lad noch. Okay, kannst, ich gehe an die andere Waffe. Okay, fertig, ich visiere an. Feuer. Und Schuss. Boah, die hat halt gut Rückschaden. Ja, ich schieße hat jetzt. Extrem Rückstoß. Ah. Okay. Bin wieder am Laden. Bin bei 90%. Ich schieße jetzt. Schilde runter. Gib mehr Saft auf die Schilde. Oh ja, jetzt ist sie gut in Position. Komm schon, lad auf. Ist okay. Aufgeladen, ich schieße. Feuer. 1, 2, 1. Sagt okay, Schilde okay. Sehr gut getroffen. Schieße jetzt. Noch nicht. Schieße jetzt. Sehr gut getroffen. Ja. Missile oder nicht? Die hat noch zu viel. Missile oder nicht? Ja, mach eine Missile, komm. Ja, schieß drauf. Okay. Sag, bevor du aber warte, zähl, bis ich... Zähl runter, bitte. Warte, lass mich erst die Schilde wegrotzen. Jetzt könntest du machen, jetzt könntest du... 3, 2, 1, kommt. Jawohl, boah, das Ding ist fast weg. Okay, ich schieße jetzt gleich. Und zwar... Oh Gott, das Raumschiff bewegt sich zu stark. Ja, bewegt sich zu stark. Jetzt. Okay, Hauptkanone fertig. Feuer. Oh ja, wir haben fast. Ihr müsst ein bisschen runterzählen, dann halte ich nämlich an, dann könnt ihr besser zielen. Okay, alles klar, davor. Also vielleicht bei 2 höre ich auf, Gas zu geben und dann... Jetzt hast du den Bauch zugedreht. Ja, okay, ja, jetzt so passt. Mini, jetzt komm, machst du fertig. Du kriegst sie doch mit der. Yes! Jawoll. Nice. Sehr gut, wir haben es geschafft. So, jetzt muss der Pilot muss mal hinfliegen. Ich gehe wieder auf die Brücke. Hinfliegen? Ja, da liegen irgendwo Brocken jetzt von dem Raumschiff. Die blauen? Die 4 blauen, okay. Ja, einfach nur in die Nähe fliegen. Wir müssen nicht einen Greifer aussetzen oder sowas. Also ihr habt gesehen, das ist so ungefähr der Kampf. Man muss halt warten, bis die Sachen aufladen. Wir haben halt einen guten Bordingenieur, sonst hätte man das halt nicht geschafft.
Schilde werden zurückgestuft, Waffen werden heruntergefahren. Sehr gut. Und trotzdem, ja, jetzt haben wir die aufgesammelt. Okay. Haben wir aufgesammelt. Wir gerade ein bisschen. Okay, wir warten jetzt, bis es runtergekühlt ist. Oh, da wir haben nicht mehr viel Cooling. Noch mal, das ist vielleicht. Ja. Ich schalte mal das Cooling aus, Bob. Okay. Nur noch die Reste. Warte. Weil unser Reaktor dreht wirklich am. Im Rad? Okay. Gut, schauen wir, wie sich das entwickelt. Oder steigt Tendenz, steigend Scheibe. Schaut mal da die ganzen Kristalle. Wir warten jetzt einfach ein Momentchen. Seht ihr die? Ja, voll irre. Runter. Was, wo sind Kristalle? Licht aus? In dem Meteoriten vor uns. Also, ne, oder in dem. Ja, Stück stimmt, sehe ich auch, ja. Hm? Vielleicht gibt es da später irgendwelche Abbaulaser, wo wir das mit abbauen können. Hier links übrigens, das, vielleicht, was so glüht, das sind Reste von dem Raumschiff, was abgeschossen worden ist. Also da können wir jetzt nicht weiterhin fliegen, ne? Nein, das bringt nichts, das ist nur Fragmente. Im Übrigen, das, was wir eingesammelt haben, das Blaue, das ist jetzt hier in dem Cargo eingelagert. Das können wir ja gerade mal zeigen, ich mache mal das Licht an. Hier. Ich werde mal schon mal mich uns aufrichten. Diese Behälter hier. Also wir sind jetzt voll vom Lager, gell? Wir haben jetzt keinen Platz mehr. Ja, wir sollten eine Station anfliegen. Das ist, glaube ich, die nächste, die wir anfliegen. Ich gucke, ob es damit. Genau, die nächste ist eine Reparatur- und Verkaufsstation. Da werde ich dann den Shit verkaufen und den Ingenieur ein bisschen glücklich machen durch einen besseren Warpkern. Oh, nicht, wer ist der Warpkern? Wie ist das Ding? Reaktor. Dann auch. Ich melde jetzt schon Truster an. Und der Waffeningenieur natürlich Waffen, die er haben möchte. Ja, das ist natürlich. Captain, wir sind aufgerichtet. Sehr gut. Mr. Spock? Können wir aufladen? Dann bin ich hier jetzt. Noch nicht. Ja, probieren's. Oh, sieht gerade voll schön aus bei mir. Ja, schieß das los. Das ist ja grün. Ja, also wir müssen wir laden noch. Vor allem muss man den Kern angucken. Wir haben Glück, dass uns das Ding nicht um die Ohren fliegt. Ja, dass das Ding kein Licht hat. Ich will das mal sehen. Ich komme mal zu euch. Oh, ist ein bisschen dunkel. Ja, dann muss ich die Taschenlampe anmachen. Bob hat das Licht ausgeschaltet, um die Energie für die. Ah. Man sieht das auch hier, die Kerntemperatur. Wo sieht ist man der hier. Jetzt? Das ist schon wieder meine Physik. Auf der Brücke siehst du das. Ah ja, Engineering. Hier ist er. Oh. Ah ja, genau. Ja. Müssen wir vielleicht irgendwas reparieren, Bob? Captain Spock. Nein, momentan ist alles in Ordnung. Alles gut, der Kern. Ich renne gerade hinten durch und schaue, was beschädigt wurde. Jetzt. Der Drive ist offen und die Temperatur geht jetzt runter. Wir warten noch, bis der Kern abgekühlt ist. Ja, gerne. Wir haben nicht mehr viel Coolant, also in der nächsten Station dürfen wir nicht angegriffen werden, weil wir müssen verkaufen. So. Ich mach mal das Innenlicht wieder an. Das geht jetzt. Ja. So, ich mach mal das Licht wieder an. Gut, Mr. Spock, ich würde sagen Energie. Mobsgeschwindigkeit. Captain, wir haben Marderschaden. Wir haben Marderschaden, ja. Sehr gut. Ding. Läuft doch. Gut, wir schweben. Wir können jetzt skippen. Seid ihr bereit? Ja. Oh, warte. Okay, Captain, bereit. Bereit? Gut, ich stoppe jetzt. Ich verlasse den Hyperantrieb. Irgendwas. Oh, wow. Kein Kontakt. Nein. Ich scanne mal ganz kurz, aber ich beide glaube... Beide Stationen hinter uns. Das müsste in Ordnung sein. Gut, ich würde sagen, Reparatur sehen wir eigentlich ganz gut. Wir können das aber machen. Dann fliegen wir erstmal in ein Reparaturdepot. Herr Pilot, Herr Fleischhammer, bitte mal hier in die Röhre reinfliegen. Sehr, sehr gerne. Und ich werde dann die Schilder ausbauen. Wir wissen nicht genau, wie man die Schilder wie man die ausschaltet. Wir haben es schon probiert, hier die Energie. Kann man hier mal zeigen. Hier sieht man die mit leichtes Flackern. Wir haben schon versucht, hier die Energie von den Schilden einfach komplett zu reduzieren. Das werden wir gleich sehen, wenn wir hier reinfliegen. Hier werden dann so blaue Strahlen auf uns kommen, die uns praktisch reparieren sollen. So, da sind wir wieder. Kurze Disco von Jorle, deswegen haben wir hier einen kleinen Cut gesetzt. Herr Fleischhammer. Ja. Steuern Sie in das Reparaturdepot. Den Automatikmodus ausschalten und dann steuern wir ins Depot hinein, Captain. Das sieht hier halt ziemlich eng aus, aber wenn man das von außen sieht, haben wir hier massig Platz. Das sind die Reparaturstrahlen. So, jetzt werde ich mal hier überkommen. Erstmal hier wieder auf Green schalten. Ganz kurz mal. Bob, hast du noch den Strom aus? Nein. Nein, alles da. Wir werden noch nicht repariert, weil wir die Schilde noch hoch haben. Genau. Die baue ich jetzt ganz kurz aus. Hier oben sieht man das? Die baust du zack, aus. Jetzt sind sie weg. Genau. Und jetzt wird hier repariert, oder wie? Nee, es wird nicht repariert, das muss ich jetzt anfordern, und zwar Repair Hull Full. Jetzt sind wir repariert. Jetzt baue ich den
Schilde wieder ein. Das, wir wissen nicht genau, wie man sie komplett abschaltet. Also wer das weiß, gerne in die Kommentare. Und jetzt verkaufe ich mal unseren... So. Die Medic Supplies, brauchen wir die? Nee, ich verkaufe die alle, oder? Ich denke mal nicht, dass wir die brauchen. Also da steht jetzt nichts dabei, dass wir das irgendwie verwenden können. Deswegen Trading Station, Browse Goods, Sell. Jetzt verkaufe ich die alle mal. Wieso Medic Supplies? Meinst du nicht, dass wir wenigstens einen behalten sollten? Nein, theoretisch. Die sind auch nichts wert, sehe ich gerade. Medical Supplies. Dann aber die nehmen nicht Plätze verkaufen. Weg. Die nehmen Plätze weg, ja. Wir haben ja im Live-Abteil haben wir vom Scientist her noch so eine Art Dusche, in die du dich reinstellen kannst und dich heilen kannst. Ah, okay. Ah, okay. Ich verkaufe die jetzt einfach mal. Jetzt können wir mal alle schauen, was es gibt hier an der Station, ihr auch, unter den Comms, ne, bei Tab-Comms. Und wie viel Geld wir denn hier oben haben, das steht zum Beispiel hier. Und dann können wir mal uns überlegen, ob wir was Schönes kaufen. Also was hier mit aufgesammelt worden ist, ist ein Missile-Silo. WD Special Missile-Silo. Ich werde auf jeden Fall unser Coolant auf jeden Fall mal auffüllen. 100% und ein bisschen Sprit noch dazu holen. Kannst du gleich die Missiles wieder auffüllen? Haben wir denn so eine Möglichkeit, ja, unseren Platz zu vergrößern? Hab ich. Also, dass wir mehr mitnehmen können? Ja, ja, wir haben jetzt hier verschiedene Bauteile. Ich zeige das jetzt gerade mal, das war die falsche Taste. Wir können hier auf Comms gehen, dann sehen wir auf Install Ship Components. Wir haben jetzt hier ein Missile-Silo. Ich weiß noch nicht genau, wo man die ein... Hier, Silos. Ich könnte jetzt zum Beispiel unser Silo erhöhen. Jetzt müssten wir mehr Raketen reinkriegen. Die habe ich jetzt mal eingebaut. Müssten wir eigentlich... Wie die Special 10 von 10 ist dazu gekommen. Genau. Ja, wir haben jetzt nochmal 10 andere Raketen dazu bekommen. Ja, das ist auch grundlegend nicht verkehrt. So, wir müssen mal gucken. Wir haben jetzt unten rechts steht ganz klein 8100 Credits. Wir müssen mal gucken, ob wir für das Geld schon einen besseren Reaktor kriegen. Ja. Wir kriegen einen Kolonial Fusion Reaktor. Könnt ihr mal gucken, was wir derzeit für Werte drin haben vom Reaktor her? Mhm, klar. Einfach nur mal, dass wir die Werte mal vergleichen. Der Reaktor hat Max Temp und so 2000 KP, 7 ja. Sekunden Cooldown. Ja. Output 12.000 Megawatt. Ja. Level 1, EM-Signature 5.0. Okay. Ja, wir haben eben einen MK2, Level 1 haben wir. Genau, Max, und ich habe einen MK3, der macht 4100 KP, 7 Sekunden, 20.000 Megawatt, 20.800 um genau zu sein. Und das ist der größte, den ich jetzt hier sehe im ersten Moment. Okay, was kostet das Ding? Der kostet 7,5 und wir kriegen ja noch was wieder von unserem anderen, deswegen hätte ich jetzt gesagt, bauen wir den ein, oder? Reaktor haben wir ja gemerkt. Im Programm, das ist aber ein Emergency-Cooldown von 7 Sekunden, ne? Das, ja, aber das hat unser alter auch. Ah, okay. Dann ich nehme jetzt den größten. Wir finden ja vielleicht noch besser. Das können wir ja. Ich tausche ihn jetzt aus. Wir zahlen nur 5.900 im Tausch gegen unseren anderen. Ah, cool. Ja, dann hau da rein. Könnt ihr vielleicht noch einen Truster reinbasteln. Ui. Ja, dann gucken wir, was haben wir denn noch so? Okay, jetzt sollten wir Energie haben, auf jeden Fall. Ja. Das ist jetzt gerade bei Spock da unten explodiert, ja? Ja. So viel Energie. Also ich habe hier nur so einen Main Thruster Level 1 oder Main Thruster Level 6. Können wir alles nicht kaufen, haben wir kein Geld für. Die sind alle teurer. Hier gibt es auch einen Shield Generator. Shield Generator, das können wir mal gucken. Oder Emergency Shield Boosting. Ein Shield Generator könnte ich anbieten. Ein ist Tactical Holoscreen. Main Thruster. Nee, das ist einfach. Ich finde, wir sollten weiterfliegen und nicht die ganze Zeit hier. Genau, wir würden sagen, wir machen lieber noch eine Mission. Wir haben ja jetzt erstmal wieder Sprit drin. Wir sind repariert. Das heißt, wir fliegen aus dem... Haben wir auch. Also das ist ziemlich gut. Genau, die habe ich aufgefüllt. Ich glaube, du müsstest mal hier uns eine neue Richtung vorgeben. Kredenzen. Mach mal. Wir fliegen weiter, am besten zum nächsten Reparatur. Was ist mit den Weißen neutral? Da können wir die einnehmen, oder was? Das weiß ich nicht genau. Nee, ich glaube, das halt so eher die Feind, also Colonia Union in Blau, da sind 41% wahrscheinlich eher uns freundlich gesinnt. WD Corp ist mit Rot, denke ich mal, feindlich. So neutral ist dann, so würde ich das... Also ich würde sagen, wir fliegen, also ich glaube auch oben rechts, diese Prozente sind nicht unser Rang der Fraktion gegenüber, sondern wie prozentual die Galaxie eingenommen ist. Glaube ich. Mhm. Oder es sind so Chancen, dass du 41% hast, friedliche Leute zu treffen oder so. Wir sind ausgerichtet. Okay, wir sind ausgerichtet. Ich würde sagen, wir haben jetzt zwei Jump-Stationen, bis wir zum nächsten kommen, um zur nächsten Reparaturstation zu fliegen. Ich würde sagen, das sollte man so beibehalten. Auf Ihren Befehl. Gut, dann Energie, würde ich sagen. Jedes Mal wieder, wenn du diesen Sound hörst. Und
man hört es ja als Weapon-Spezialist nicht. Das ist so schade. Ja, man hört es ja, als Pilot hört man es ja leider auch nicht. Ja. Sieht schön aus, ja? Hier so mit dem lila, blaue Total. Galaxie. Total. Ja. Genau. Blau das Schiff erinnert mich an irgendwas. Ich weiß nicht, was du. Deine Waschmaschine klingt so ähnlich, hast du erzählt. Genau, ja, ja. Ich meine das. Kurz. Ready for jump. Sehr gut. Energie. Bereit für verlassen. Okay. Bereit. Hyperantrieb wird verlassen in 3, 2, 1. Seht ihr was? Seht ihr was? Ich scanne kurz. Seht ihr nichts? Nee, Minen. Wir haben ein linkes... Minen? Okay, ja. Wir fliegen direkt weiter. Bitte, Mr. Spock, nochmal nach. Halt. Was? 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 Links hinter uns ist eine... Abgebrochen. Wow. Ist eine Raumstation. Mit Minen. Das sind jetzt Tatsache Minen. Die mache ich mal mit dem Laser. Aber wir haben keine... Wir haben, glaube ich, keine Kommunikation oder sowas. Wir haben keine Ziele hier im Umkreis. Also ja, das ist dann nur... Das ist nur da, da sind aber auch blaue Sachen, ne? Was? Das sind blaue Sachen? Ja. Also, Jack, los, ich könnte die abschießen, die Minen. Dann musst du aber ruhig sein. Stimmt, wir können Sachen sammeln. Okay, ja. Pass auf. Dann gehe ich mit Jolle und helfe Jolle. Bin nur ein bisschen in die Richtung. Jolle... Achso... Ich bin jetzt gerade auf der Kleinen, weil was soll ich jetzt die Große verwenden, weißt du? Für die Minen. Ja, gut, dann mache ich jetzt die Minen weg. Oh, es ist hell. Wow, oh, okay, ist das hell. Alles klar. Haben wir Schaden genommen? Nee. Nein, alles gut. Es ist weit weg. Okay, mach langsam, gell? Nicht hier kollidieren. Ja, ich gehe mir nur ein bisschen vor. So, dann schießen wir die jetzt ab. Okay, wir machen uns den Weg frei. Wir müssen zu den Blauen. Oder gehen die Blauen dadurch kaputt? Nee, ich glaube nicht. Sollte nicht. Boah, die sind ja, das sind ja Explosionen. Sieht cool aus, ey. Wow, ist das hell. Okay, aber die Schilde oder so werden nicht getroffen davon, ne? Nein. Weil das so aussieht stellenweise. Ich bin nee, sowas von gerade geblendet. Weit entfernt. Oh, was war denn das? Was war denn das eben? Ah, das ist gut. Übel, Mann. Ich flieg mal ein bisschen vor. Ja. Vor uns rechts ist einer, warte. Was ist hell? Oh, jetzt haben wir aber, jetzt kriegen wir aber Schaden hier, ne? Oder? Nee. Also oben rechts hast du die Anzeige. Alles gut. Du musst mal ein bisschen langsamer machen. Hier unter sind noch genügend rote. Mach bitte langsamer. Ja. Ein bisschen nach unten. Ja. Bleiben, so bleiben. Übel. Das sieht ja richtig cool aus, ey. Kann man, vielleicht können wir auch auf die Station runter. Alter. Warte. Da müssen wir gleich mal beim Teleport schauen. Vielleicht haben die da. Das ist grell, wenn ich noch rangehe. Ja. Das ist so grell. Bock, zieh dich eine Sonnenbrille an, wenn das gestattet ist. Geil, geh mal kurz ins Innere. Wie sieht's denn hier aus eigentlich? Das sieht ja auch cool aus, ey. Warum gehen da eigentlich nicht mehrere hoch? Da sind doch ein paar, ne? Achte darauf, dass du echt alles erwischst hier, weil sonst... Ja, ich das ist also nicht Feuerwerk. Weiter, der geht nicht kaputt, der rechts hier von uns. Der da? Kann es sein, dass sie nicht kaputt gehen? Ob es heiß. Rechts über uns, rechts unter uns. Geh mal ganz flach. Ganz flach und dann... Redest du mit mir ganz flach? Nee, nicht bewegen. Jolle, siehst du den? Guck mal, schieß mal hin. Guck mal nach rechts. Ja? Schieß mal. Oh. Da ist keiner. Da wird bei mir einer angezeigt. Ja, bei mir da auch. Ist keiner. Und... Ich kann auch probieren, einfach ein bisschen vorzugehen. Ja, versuch mal. Wir probieren es einfach mal. Mal gucken, was passiert. Du musst ja an die blauen. Du willst ja an die blauen Sachen ran, ne? Richtig, ja. Mhm. Dann flieg mal dahin. Vielleicht sind das ja neue schöne Upgrades. Für Mama und Papa. Wir brauchen neue Schuhe. Galoschen. Ich habe euch ein bisschen mehr auf die Schelle gelegt. Einfach weil ich. Ja, aber nur sicherheitshalber. Ja. Einfach weil ich kann das. Hört mal auf, jetzt hier rumzuballern, bitte. Ihr macht mich ganz wahnsinnig. Ja, da sind ja noch ein paar. Gäbsen, bitte. Können wir nicht vielleicht mit den Live-Aids irgendwie rausfliegen oder so? Was? Was? Ja. Was? Wie? Bin tot. Wie das denn? Ich bin gestorben, keine Ahnung. Was? Okay. Hä? Woran? Durch die Explosion. Ich habe nur noch weiß gesehen und dann war ich tot. Nein. Also bitte nicht mehr ballern jetzt, ja? Jack, willst du langsam ranfliegen? Ja, klar.
Ja, haben wir. Das vorne haben wir. Jetzt nach links. Links und rechts sind ruhig noch. Ruhig bleiben. Ich sehe das rechts. War wohl zu nah an der okay. Frontscheibe. Kann es sein, dass sie gar nicht kaputt gehen? Die Minen, wenn wir sie beschießen? Ja, doch, respawn. Klar. Ich vermute, ist weg, ist weg, zurück. Wir haben Scrap und wir haben Scrap. Na, wenn sich das nicht lohnt, lassen wir das, so eine gefährliche Aktion. Okay, zwei Sachen sind es noch. Aber Scrap ist doch was wert, oder nicht? Ja, 600 oder so, aber immerhin 600, ne? Da ist ganz nah an der Station ist noch ein blaues. Ja, das krieg ich. Also nicht das vor uns, sondern das rechts. Ja. Okay, hast du? Jetzt rechts. Das ist links. Oh. Kann es so schwer abschätzen, wie weit wir entfernt sind. Ja. Hinter uns ist auf jeden Fall jetzt was. Ja. Jolle? Ja? Könntest du in die große Waffe rangehen und dann kann ich die kleine bedienen. Achso, klar. Ah. Jetzt sind wir hinten im Schiff. Da vorne sind die beiden. Oh Gott. Hat der Bock? Hab das? Noch nicht. Jetzt kannst ganz du langsam. Kannst du mal nach unten ein bisschen leuchten? Ja, cool. Wer leuchtet denn? Irgendjemand leuchtet mir. Wahrscheinlich wir mit unseren Fetten. Ja. Oh je. Eingesammelt, okay, zurück. Zurück, genau. Wie fliegt zurück, Minjas? Steuerung. Steuerung. Ah, Steuerung. Geil, läuft. Ich sehe nichts hinter uns. Das sagt der Pilot. Okay, wow, hier raus aus dem Minenfeld. Boah, das Alter, ist echt knapp. Alles gut, hab gesehen. Da kann doch nicht noch mehr. Was war das denn? Das war Jolle. Sind wir. Nein, ich bin das doch gar nicht. Dann war's Bob. Ja, Jolle war das. Boah. Okay, gut. Dass auf der anderen Seite noch was sein kann, ist nicht, ne? Nee, passt schon. Alles mir kann es, glaube ich, die Dinger nicht umfliegen. So, dann. Scrap von. Sehr schön. Geld. Ich würde sagen, eine weitere, nicht minder spannende Folge geht's. Jolle, bitte. Achso, ich muss. Na klar, natürlich. Ja, du hast schon gesagt, eine schöne, spannende Folge. Und wenn es euch gefallen hat, ihr Lieben, dann lasst doch ein wenig Daumenliebe da und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal von Pulsar. Mit dem Team. Bis dann. Tschüss.